Hallo und herzlich willkommen zum 36. DocFest München, dem DocFest München at Home 2021, hier aus dem Silbersaal des Deutschen Theaters. Mein Name ist Isabelle Fontou, ich bin Teil des Programmteams beim DocFest und freue mich sehr, dass wir heute hier beim Publikumsfilmgespräch den Film Eva Maria vorstellen und besprechen dürfen. Das ist ein österreichischer Film, der hier auf dem DocFest als Weltpremiere läuft, in der Sektion Doc Deutsch, also im deutschen Wettbewerb. Und der Regisseur ist Lukas Ladner. Und bevor ich den Regisseur begrüße, möchte ich erst noch meine Co-Moderation vorstellen, die Elisabeth Hamberger, die nämlich für den Publikumschat zuständig ist und jetzt auch gleich erklären wird, wie das funktioniert. Also Sie können uns sehr gerne Fragen stellen über den Chat, den Sie auf der Webseite finden. Also direkt neben dem Livestream ist ein Chatfenster, da können Sie uns die Fragen schreiben, die ich dann an Lukas oder zuerst an Isabel und dann an Lukas oder direkt an Lukas weiterleiten werde. Und auch über Facebook kann man auch Fragen stellen. Ja? Und wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Genau. Und es wird jetzt erstmal so ablaufen, dass ich ein paar Fragen als Einstieg stelle. Und wenn Sie schon Fragen haben, können Sie die aber schon sehr gerne ab sofort auch im Chat stellen und die Elisabeth sammelt die dann. Und dann werden wir ab einem Moment dann auch auf die Fragen aus dem Publikum eingehen und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Und jetzt, bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, bleibt mir noch auf den Publikumspreis hinzuweisen. Und zwar der Publikumspreis wird in diesem Jahr gestiftet von BR und Dreisat. Und wenn Sie darüber abstimmen wollen und wenn Sie diesen Film für den Publikumspreis gerne vorschlagen wollen, dann machen Sie das einfach über die Filmseite auf der Doc-Film-Seite. Da können Sie direkt für den Film wählen. Da können Sie auch Post ans Filmteam schreiben oder sich auch den ganz, ganz extrem charmanten Gruß vom Regisseur oder beziehungsweise vom Team angucken. Genau, und jetzt freue ich mich sehr, Lukas Ladner zu begrüßen hier beim Publikumsgespräch. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Wo bist du gerade, Lukas? Ah, bei mir zu Hause. Das heißt, wo in Österreich? Achso, ja, nein. in Innsbruck. Ich wohne in Innsbruck und ich sitze da gerade in meinem Wohnzimmer. Ich habe einen schönen Ausblick auf den Batschakow. Den durften wir schon sehen, den Ausblick. Soll ich ihn nochmal zeigen? Nein, das ist okay, weil das Bild ist gerade so schön eingerichtet. Ich würde sagen, das Publikum darf sich einfach jetzt die Berge kurz vorstellen. Und meine erste Frage an dich wäre, wie trifft man eine Frau wie Eva Maria? Wie lernt man eine Frau wie Eva Maria kennen? Durch Zufall. Also ich habe, das war in keinster Weise geplant, die ganze Dokumentation, sondern ich bin von der Filmuniversität zurück. Also ich habe in Babelsberg, an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert und ich bin wieder zurück nach Innsbruck und ich habe dringend einen Job gebraucht. Und ich wollte aber irgendwas, wo ich nebenher noch Filme machen kann und ein Freund von mir hat schon als persönlicher Assistent gearbeitet. Er hat gesagt, das ist super, also er war Musiker und er hat gesagt, das ist super, da kann man alles noch nebenher machen. Da kann man sich die Zeiten frei einteilen mit seiner Kundschaft und er hat mich dann der Eva Maria vorgestellt und wir haben uns dann über ein Jahr so kennengelernt, bevor das dann überhaupt zu dem Filmprojekt gekommen ist. Also ich habe ein Jahr für sie gearbeitet, bevor sich die Beziehung dann sozusagen nochmal gedreht hat ein bisschen. Verstehe. Und also du hast für sie gearbeitet als persönlicher Assistent und der Film stand erstmal noch gar nicht im Vordergrund, sondern es eigentlich am Anfang, oder hattest du von Anfang an die Idee, möglicherweise wird da mal ein Film draus, aus vielleicht ein Porträt über sie oder so? Also es ist so, die Eva Maria hat es, glaube ich, sehr genossen, da wen zu haben, der aus dem Filmbereich kommt. Sie hat mir auf jeden Fall, also wir haben ganz viele Filme gemeinsam geschaut am Anfang. Und sie hat sehr gerne mit mir darüber diskutiert, ich habe auch gerne mit ihr darüber diskutiert und sie hat mir viele Filme gezeigt über Menschen mit Behinderung. Und was mir sehr schnell aufgefallen ist dabei, ist, dass eigentlich die Repräsentation immer eine sehr gleichförmige ist. Also wenn Menschen Behinderungen im Mittelpunkt der Geschichte stehen, dann ist auch gleichzeitig ihre Behinderung Zentrum der Geschichte, der zentrale Konflikt, der abgearbeitet werden muss. Und das hat mich sehr schnell gestört. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es eigentlich, keine Ahnung, keine Liebesgeschichte mit Menschenbehinderung im Mittelpunkt? Oder keine Ahnung, ein Thriller? Oder, keine Ahnung, so wie Ocean's 11. Also warum gibt es eigentlich keine Genre-Experimente? Und ich habe dann lange überlegt, so einen Kurzfilm zu machen. Ich habe immer scherzhaft gesagt, so eigentlich sollte die Eva Maria dann die Hauptrolle spielen. Das hat dir nie sonderlich gefallen. Aber ja, also es hat dann lustigerweise sehr schnell Ideen gegeben in diese Richtung. Aber dass es dann Dokumentarfilm geworden ist, das war,
mehr Zufall dann, weil die Eva Verstehe. Maria plötzlich an uns Assistenz herangetreten ist und gesagt hat, ich habe jetzt den Plan, schwanger zu werden. Überlegt euch das gut, ob ihr daran mitgehen wollt oder nicht. Okay, verstehe. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück erst, Lukas. Und ja. Weil ich glaube, nicht jeder im Publikum weiß, was überhaupt eine persönliche Assistenz ist. Vielleicht kannst du da ganz kurz erklären, was da deine Aufgaben sind. Ja, so, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin. Oder ich schätze mal, dass die Maria das auch anschauen wird. Die wird mich danach schimpfen, wenn ich es falsch mache. Aber also persönliche Assistenz ist ein Konzept, das eigentlich aus Amerika kommt, aus der Independent Living Bewegung. Und die Idee dahinter ist, dass die Menschen mit Behinderung die Weisungsbefugnis behalten, weil das ja oft nicht der Fall ist, gerade wenn man, keine Ahnung, wenn man in irgendwelchen Institutionen untergebracht ist und das Ziel ist es eben, dass die Handlungsfreiheit bei den Menschen mit Behinderung bleibt. Und die persönliche Assistenz, das sind Personen, die sollen auch ganz bewusst keine Ausbildung im sozialen Bereich haben, also kein Vorwissen, damit sie keine Macht sozusagen ausüben können, und die sollen dann da Hände und Füße ersetzen, wo die Hände und die Füße der Person nicht mehr ausreichen. Verstehe. Und auch nicht mehr. Also das ist das Konzept. Okay. Die komplette Entscheidungsgewalt bleibt bei den Menschen mit Behinderung. Und die Menschen mit Behinderung entscheiden auch selber, wen sie einstellen. Also das funktioniert auch nicht über ein Amt oder so, sondern das ist entscheiden diese Menschen selbst. Genau, eigentlich schon. Es haben sich inzwischen schon so Interessensgruppierungen zusammengetan. Also in Tirol, wo ich arbeite, da gibt es das SLI, Selbstbestimmt Leben Innsbruck, das aber eigentlich so für ganz Tirol zuständig ist. Und die übernehmen die Vermittlungstätigkeiten und auch die Abwicklung der Bezahlung der Assistenz. Aber aussuchen tut sich das der Assistenznehmer oder die Assistenznehmerin dann immer selbst. Verstehe. Du hast eine ganz schöne Beschreibung im Film über deine Jobtätigkeit da, also so flapsig gesagt Jobbeschreibung. Stadtnavigator, Entertainer, Eventgestalter, Bademeister, Filmemacher und Nervensäge. Finde ich ganz großartig. Und was trifft es am besten? So. Alles zusammen. Alles zusammen. Es hängt wirklich, es ist ein unglaublich vielseitiger Beruf. Mhm. Es hängt total davon ab, wen man dann als Kunde oder als Kundin hat. Mhm. Also Für manche ist man, bei manchen ist man nur da, um Staub zu saugen und rauszuwischen, und mit anderen verbringt man ganze abenteuerliche Tage. Mhm. So, es wird nie langweilig, das ist schon schön. Verstehe. Und dann, du warst jetzt, dann, du bist der Einzige, also du hattest quasi nur eine Arbeitgeberin in dem Moment, wo du den Film gedreht hast, oder hast du verschiedene Assistenzen bei verschiedenen Menschen? Nein, ich hatte immer 2 bis 3 Kunden, Kundinnen. Aber die meisten Stunden hatte ich bei der Eva Maria. Sie war auch meine erste Kundin. Mhm. Und die Eva Maria ist da recht strikt. Also man darf bei ihr höchstens 16 Stunden die Woche machen. Nein, 16 Stunden im Monat machen, Entschuldigung. Blödsinn, in der Woche. Das war's. Okay, verstehe. Aber, egal, aber natürlich, das reicht nicht aus. Also davon kann man dann nicht leben. Und dann habe ich mir noch unterschiedliche andere Kundschaften gesucht. Ich hatte... Ich meine, der Drehzeitraum war lang, zwischen 2 und 3 Kundschaften hatte ich. Und dann, und dadurch, dass du bei ihr warst, konntet ihr euch schon mal gut kennenlernen, und dann auf einmal kam sie mit ihrer Idee, dass sie sich ein Kind wünscht, und hat dich dann tatsächlich vor die Wahl gestellt, ob du bleiben möchtest und ob du dir das zutraust oder ob du sagst, nee, das ist mir zu viel, oder wie war das der Moment, wo sie das gesagt hat? Ja, also sie hat uns, das, also im Film wirkt es ja so ein bisschen, als wäre ich die einzige Assistenz, aber in Wirklichkeit waren es natürlich mehr, aber also das fluktuiert ziemlich. Also es sind viel Studentenjobs dann, die macht man für ein Jahr oder bis zum Abschluss, und dann lässt man es auch wieder. Und also es sind halt auch sehr junge Leute, und die Eva wollte uns da, glaube ich, einfach frühzeitig und allumfassend darauf vorbereiten, dass da schon eine neue Herausforderung auf uns zukommt. Und dann hast du beschlossen, wusstest du einfach, das könnte jetzt endlich die spannende Geschichte sein, die du noch nie bei einem Film über Menschen mit Behinderungen gesehen hast, und hast beschlossen, einen Film zu drehen. War das so? Ja, so ungefähr. Also ja, ich habe mir sofort gedacht, das ist super spannend, das würde ich echt total gerne machen. Aber ich habe mich dann eigentlich gar nicht mehr fragen getraut, weil ich eben schon so oft vorher so ein bisschen vorgefühlt habe wegen einem Kurzfilm, und da war die Eva nicht begeistert. Und ich hatte da aber Dienst, und wie dann alle Assistenten und Assistenten wieder wegfahren, dann sind wir wieder so zu dem Büro gegangen, und dann sagt sie so, eigentlich sollte man das schon dokumentieren. Und da bin ich halt sofort so rauf. Aber es hat dann schon noch ein paar Monate gedauert, bis ich sie dazu überreden konnte, dass wir filmen.
Tatsächlich, so. Weil im Film wirkt es ja so, als ob du wirklich von ab der allerersten Sekunde dabei bist, weil du bist ja tatsächlich dabei in dem Moment, wo sie auch überlegt, wer könnte denn der passende Spender für sie sein oder für ihr Kind ja. sein. Und ja, das war eine der wenigen Szenen, die wir nachgestellt haben, weil das hat sie natürlich schon viel früher gemacht. Aber ja, also ich habe dann eben ganz lang versucht, so immer wieder die Kamera mitzubringen und sie hat immer so gesagt, nein, sie fühlt sich noch nicht bereit dazu. Okay, und dann okay. gab es eigentlich den Punkt der ersten Insemination und da habe ich dann gesagt, na, wenn wir jetzt nicht drehen, dann ist es eigentlich zu spät. Dann haben wir diese schöne Möglichkeit, dass man von Anfang an dabei ist, irgendwie verspielt. Und irgendwie diese Dringlichkeit plötzlich von meiner Seite aus, glaube ich, die hat dann die Eva Maria dazu bewogen, mich doch mal mit der Kamera zu ihr zu lassen. Ah, und das war auch das, was wir als erstes gemacht haben. Wir haben dann das Aussuchen des Samenspenders haben wir dann nachgestellt. Ah, verstehe. Okay. Das und aber das war, vielleicht war es dann ganz gut, einfach jetzt die Notwendigkeit zu haben, entweder jetzt oder es ist einfach zu spät und dadurch konntet ihr euch dann auch beide entscheiden, loszulegen. Und ich glaube sowieso so ins kalte Wasser geworfen zu werden, ist immer ganz angenehm. Ja. Aber ich glaube, es hat diese Wochen oder Monate davor auch so ein bisschen gebraucht, wo man immer wieder darüber geredet hat und wo man schon ein bisschen so abfühlen hat können, wie wohl fühlt man sich damit und was sind die Spielregeln. Die haben wir natürlich auch noch viel länger diskutiert und auch immer wieder neu finden müssen für uns. Aber ich glaube, es hat beides gebraucht. So ein bisschen die Vorbereitung, das langsame Reinkommen, aber dann auch gleichzeitig das Reingeworfen werden. Und wie hast du das geschafft? Du bist ja in einer sehr interessanten Doppelrolle im Film. Einerseits bist du ja tatsächlich Assistent, persönlicher Assistent im Film und auch immer wieder in Kommunikation mit Eva Maria und trotzdem drehst du. Wie dreht man so einen Film? Ja, das frage ich mich jetzt im Nachhinein auch. Das ist so pure Adrenalin. Also es muss halt irgendwie alles gleichzeitig funktionieren. Und der Kopf ist auch immer überall gleichzeitig. Aber ein bisschen konkreter, ein gutes Konzept. Das war halt einfach wichtig. Und das Problem ist ein bisschen so, man musste immer, also ich bin halt hingekommen, wenn wir gedreht haben, ich habe die Technik aufgebaut, ich habe die Kamera eingerichtet, wir haben oft schon gewusst, was wir ungefähr jetzt drehen werden. Und dann musste ich einfach, also auf Teufel komm raus, meine eigenen Entscheidungen akzeptieren. Also sobald ich mich mal für eine Art der Erzählung für diesen Tag entschieden habe, dann hat man den einfach durchfahren müssen. Denn dann so on the fly sich umzuentscheiden, vielleicht für neue Einstellungsgrößen, für eine andere Form der Auflösung, dafür war halt einfach keine Zeit mehr. Weil du auch alleine warst, weil du niemanden hattest, der hinter der Kamera stand, sondern du hast wirklich die Kamera in den Raum gestellt, durchgeschaut, überlegt, das könnte der richtige Bildausschnitt sein und dann die Kamera angeschaltet. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, genau, so war es. Und dann bin ich vor die Kamera und dann haben wir da gearbeitet und dann, wenn ich so ein bisschen wieder Zeit gehabt habe, dann habe ich die Kamera umgestellt und in meinem Kopf ist halt immer schon der Film mitgelaufen. Wir haben uns überlegt, okay, passt, jetzt habe ich diese Einstellung, da habe ich diesen Satz, also wechsle ich jetzt die Einstellung, damit man das dann verschneiden kann. Und es sind auch oft so ganz lange Würste dann von 20 oder 30 Minuten in einem Take, wo ich immer wieder die Kamera umstelle und zum Sichten war es ein bisschen Herausforderung. Interessant, weil ich finde, im Film, es sind schon lange, ruhige Einstellungen, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, es sind jetzt nicht viele Jump Cuts drin oder so, man hat nicht das Gefühl, es wurde jetzt Zeit gerafft oder so, sondern es ist immer nur das Wesentliche jeder Szene ist absolut erfasst und deshalb finde ich das erstaunlich, dass du das alleine hingekriegt hast und das ist wirklich ein Glückwunsch, also so einen Film alleine zu machen, ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung und das geht wahrscheinlich auch nicht ohne wirklich filmische Vorerfahrung, könnte ich mir vorstellen. Nein, natürlich nicht, aber es ist, also ich hatte das Glück, dass ich an der Filmuni im ersten Jahr wirklich eine sehr gute Ausbildung in der Hinsicht bekommen habe. Wir hatten nämlich damals eine Übung genannt, das sich Beobachtungsübung und aus der habe ich sehr viel mitgenommen. Wir sind rausgeschickt worden mit 16 mm Material und wir sollten einen Prozess aufzeichnen, der nicht wiederholbar ist. Und wir waren, also ich war mit meinem Kameramann dann bei einer Akupunktur dabei und ich habe während dem ganzen Dreh so viel aus diesem einen Dreh gezogen, also so viel an Erfahrungen wieder mitgenommen und die Entscheidungen, die wir damals auch durchdiskutiert haben, die waren unglaublich wertvoll jetzt für diesen Dreh. Und ja, es war das Ziel. Also mein Ziel war, dass wir keine Jump Cuts haben. Also ich musste immer überlegen, was brauche ich, um das zu covern, um Schnitte zu überdecken. Ja, und das merkt man auch, weil das ist, man merkt diesem Film überhaupt nicht an, dass der unter schwierigen Bedingungen gedreht wurde. Und die eine Szene, die bestimmt jedem Zuschauer sehr auffällt, das sind die zwei Szenen im Film, sind die Schwimmbad-Szenen, wo einmal
Einmal, wo ihr wirklich einen wunderschönen Pas de deux macht, wo ihr zusammen durchs Schwimmbad schwimmt, und das andere Mal, wo Eva Maria eher alleine schwimmt. Und da habe ich mich gefragt, wie dreht man so eine Szene? Und gleichzeitig, was, wenn du sagst, du hast immer den Schnitt und überhaupt den ganzen Film mitgedacht, was ist die Symbolik für dich in dieser Szene? Also die war, ja, also ich mag die Szene auch total gern, und das war einfach das Glück, dass ich da Freunde zur Hand hatte. Also wir mussten auch ganz lange mit sehr geringem Budget arbeiten, weil es lange einfach unsicher war mit der Finanzierung. Und ich hatte dann glücklicherweise zwei Freunde, die mir dabei geholfen haben und die ich dann mitnehmen konnte. Das haben wir auch in einem späteren Verlauf gedreht, wo sozusagen die Regeln schon ganz gut zwischen Eva Maria und mir schon ganz gut austariert waren, sodass das jetzt nicht mehr ein Problem war, auch so von der Intimitätsebene her. Und von der Symbolik her war es, also es baut eigentlich auf, ich wollte eigentlich noch gern viel öfter schwimmen gehen, weil die Eva hat mir einmal erzählt, dass sie im Traum oft schwebt, also über den Dingen so ein bisschen, nicht wie ein Fliegen, sondern einfach so, sie schaut immer nach unten, sie ist schwerelos, und beobachtet die Leute unterhalb. Und das war so, ich wollte das irgendwie einfangen, und das war so, das sozusagen beim Schwimmen kommt man im Ganzen vielleicht am nächsten. Und das fand ich immer schön. Ja. Und was ich halt auch immer mochte, ist diese Vertrautheit, die man braucht, also diese körperliche diese körperliche Nähe, die man, die Assistenz mit ihr eingehen muss während dem Schwimmen, weil sie eben ihr Körper nicht alle Freiheitsgrade hat und man dann oft ein bisschen helfen muss oder unterstützen muss oder vielleicht eben mal darauf achten muss, dass sie sich nicht aus Versehen umdreht und dann sich nicht mehr zurückdrehen kann und dann würde sie ja trinken. Also da gibt es immer eine ganz starke körperliche Nähe, die aber gleichzeitig so etwas sehr Technisches hat, also für die Assistenz selbst. Mhm. Und das hat mich auch immer sehr angezogen, und das war, ich habe immer versucht, das irgendwie einzufangen, diese komische Balance zwischen, keine Ahnung, technischem Arbeiten und körperlicher Nähe. Ja, absolut. Diese Szene ist, finde ich, das kommt auch, in der Weise ist, kommt es auch so diesem ganz, dieser Selbstbestimmtheit, die Eva Maria sehr, finde ich, sehr verkörpert, auch ganz, die wird sehr bildlich begreifbar in dieser Szene auf einmal. Und gleichzeitig aber auch so dieses, sie traut sich auch das Risiko einzugehen, alleine auch im Wasser zu sein, und du bist vielleicht ein paar Meter entfernt, und sie traut sich das einfach. Und das ist so, das macht sie so stark, und es ist so beeindruckend, dass ich das großartig finde, dass die Szenen im Film zu sehen sind. Und die spielen, glaube ich, eine wichtige Rolle. Genauso ja wie die Berge, finde ich genauso. Auch die Berge sind, der Film fängt ja mehr oder weniger auf dem Berg an und endet fast auf dem Berg auch. Und auch das ist, denke ich, ein wichtiges, ja, ist eine, die, auf dem Berg zu sein, ist auch was Wichtiges für die Eva Maria, oder? Voll, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen was Unerwartetes ist, weil man damit ja nicht so ganz rechnet. Wie kommt man denn mit einem Rollstuhl auf den Berg hoch? So, und also sie hat mir auch mal erzählt, es gibt auch eigentlich so Rollstühle, mit denen man anscheinend ganz gut bergsteigen kann. Die sind eher wie so Krabben. Ich habe die leider noch nie gesehen, die sind auch anscheinend irrsinnig teuer. Aber es gibt sogar eine Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, so mit dem Rollstuhl auf den Berg hochzukommen. Ja. Ich glaube, das wäre immer so ihr größter Wunsch gewesen. Also sie ist eigentlich recht oft mit uns, also mit der Assistenz, dann hoch zu, auf die Nordkette. Und dann gibt es halt von der letzten Gondelstation gibt es noch so, keine Ahnung, 10 Minuten bis zum Gipfelkreuz. Mhm. Und da hat sie dann immer zu uns gesagt, ja, jetzt geht sie bitte mal hoch. Ich glaube, so ein bisschen immer auch stellvertretend für sie, weil sie da eben nicht hochkommt und raufspazieren müssen. Und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und dann am Ende des Films hat sie ja dann ihren Sohn dabei. Und man, da ist es auf einmal auch wieder so, sie traut sich das auch wieder, dass der ihren Sohn da auf dem Schoß zu haben. Und wenn man als Zuschauer weiß man auch, okay, wenn der Sohn jetzt runtergeht, dann wird es ein bisschen kritisch. Also und trotzdem will sie das, ist es wichtig, dass sie auf dem Berg ist und dass sie ihm das auch zeigt, weil sie ihm ja auch, wie sie sagt, Dinge zeigen möchte, die für sie lebenswert und wichtig sind. Und das zweite Thema findet man ja dann auch am Berg wieder, das sind die Haare. Also ich finde, die Haare sind man könnte sagen, die Haare sind der rote Faden des Films, oder? Eva Marias Haare spielen auch eine sehr wichtige Rolle. Auf jeden Fall, ja, das war nie abgesprochen, also da hatte ich auch überhaupt keinen Einfluss drauf, das war immer von ihr so entschieden, sie hat mich da auch immer so ein bisschen dann getriezt,
So hat sie gesagt, ja, ich werde jetzt wieder meine Frisur ändern, du wirst nie erraten, was ich jetzt machen werde, und ich habe es auch nie erraten. Und, aber das war immer, ja, das war immer ihre Entscheidung, und ich finde aber auch, dass es sehr schön ihren Weg nachzeichnet. Also die unterschiedlichen Frisuren, die sie wählt, passen auch immer sehr gut zu den Lebensabschnitten, in denen sie sich gerade befindet. Erklär das mal, warum? Am Anfang sieht man sie ja mit so ein bisschen eher Zöpfchen, so ein bisschen Rasterzöpfchen, nicht ganz Rasterzöpfchen, aber Zöpfchen auf jeden Fall. Und dann, inwiefern symbolisiert das ihre Entwicklung, wenn man die verschiedenen Frisuren, die sie im Film hat? Ja, also ich finde ja, sie hat so, also es stimmt schon, es gibt am Anfang schon mal diese Braids, aber eigentlich hat sie ja vor allem am Anfang so, bevor sie wirklich mit dem Versuchen beginnt, hat sie immer diese halblangen Haare, die ja noch ein bisschen, also so in meinem Kopf gibt ihr das immer so ein bisschen was Kindliches. Okay. Und dann, wie es nicht so beim ersten Mal klappt, dann hat sie so, da wird sie immer, keine Ahnung, da ist so eine Haltung von jetzt erst recht, ich möchte es unbedingt durchkriegen, da wird sie so ein bisschen rebellischer, und das bildet sie auch ein bisschen, finde ich, mit ihren Haaren ab, als sie ja dann die Braids bekommt. Ja. Und dann, wie sie endlich Mutter wird, da gehen die dann auch wieder weg, und dann kriegt sie so einen Kurzhaarschnitt, total praktisch, sodass auch die Kinder irgendwie nicht dran rumzerren können. Also von dem her finde ich so irgendwie den Weg ganz schön nachgezeichnet oder gespiegelt in den Haaren. Ja, und was für eine großartige Idee, sich für die Millimeter, 1 Millimeter pro Schwangerschaftswoche als Frisur machen zu lassen. Das habe ich echt noch nie von irgendjemandem gehört, und ich finde das so eine großartige Idee. Also sie hat einfach total lustige und tolle Ideen, finde ich. Und schön, dass ihr das im Film auch eingefangen habt. Das war ja dann auch wieder eine Doppelrolle für dich, gleichzeitig Haare schneiden und wieder zu überlegen, wie fange ich das jetzt ein und was passiert, wenn es schief geht. Das war immer meine größte Angst. Ich bin dann immer zu Hause gesessen, habe das ganze Material nochmal gecheckt. Und du warst während des Drehs nervös, dass irgendwas nicht klappt und du vielleicht eine Szene, die wichtig ist, nicht so gedreht hast, wie du es... Während dem Dreh hat man eh keine Zeit dafür, aber wenn man dann nach Hause kommt und dann so runterkommt von diesem Adrenalinrausch, dann fängt plötzlich an, der Kopf zu arbeiten und denkst du, habe ich das eigentlich eingefangen und habe ich die Einstellung noch gemacht und schaffe ich es da, ich weiß, da habe ich was total verwackelt, habe ich da irgendwas, um das zu kaschieren, und ich bin oft dann noch in der Nacht zu Hause gesessen und bin nochmal das ganze Material durchgegangen und habe so gesucht, habe ich alles gefilmt oder sollte ich vielleicht morgen nochmal hin und irgendwas nachdrehen. Diese Angst hat mich sehr konstant begleitet. Verstehe, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wie war das dann, als Eva Maria bekommt ja dann ihr Kind und dann bekommt sie noch keine Wohnung, sondern zieht zu ihren Eltern wieder zurück nach Oberösterreich. Und da bist du ja auch mit dabei. Und da hattest du auf einmal eine Dreifachrolle. Da warst du dann, hast du dich ums Kind gekümmert, hast dich um Eva Maria gekümmert und hast dich um den Film gekümmert. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie überlebt man so eine Drehzeit? Ja, das möchte ich auch nicht nochmal machen. Da war ich wirklich auch sehr am Limit. Ich glaube, es war es wert. Es war es auf jeden Fall wert, und es war eine schöne Erfahrung, aber es war nicht leicht, und es war auch nur für ein paar Monate durchzuhalten. Mhm. Also hätte ich das noch länger machen müssen, ich glaube, dann hätten wir uns da wirklich einen anderen Modus überlegen müssen. Und ich war auch dann sehr froh, wir haben ja auch im Film diesen Zeitsprung drin von gut einem Jahr. Und da war ich dann auch sehr froh, dass ich plötzlich Rollen abgeben hat können. Da hat es einen Kameramann gegeben, da habe ich mich um den Ton und um die Regie gekümmert, und es hat auch einen Assistenten mal gegeben. Also da war ich dann schon sehr froh, dass die plötzlich so viel Druck wegfällt. Ah, okay. Und du erzählst im Film ja nur auf einmal, im letzten Drittel des Films thematisierst du dann deine Rolle als Regisseur viel mehr als davor im Film eigentlich. Das ist ja vor allem dieses Gespräch am Wasser, wo du mit Eva Maria darüber redest, was jetzt die Rolle eines persönlichen Assistenten ist und was der Unterschied zum Vatersein ist oder zum Elternsein in dem Moment ist. Und meine Frage dazu ist, warum thematisierst du das vor im Film nicht, sondern erst relativ spät im Film? Also es ist zum Teil eine Schnittentscheidung von uns gewesen. Also es war, ich wollte nicht, dass es ein Film übers Filme machen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Balance, die man finden muss. Und da hatten wir wenig Möglichkeiten, vorher schon irgendwie was reinzuarbeiten. Und da hat es sich irgendwie so schön ergeben, weil es gleichzeitig um die Assistenzarbeit geht, aber auch um das Filmschaffen. Zum anderen, glaube ich, liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass das eine sehr späte Entscheidung danach war. Also auch im Drehprozess, das mit zu thematisieren, weil ich am Anfang
immer eigentlich, am Anfang wollte ich eigentlich eine große Bandbreite an Assistenten und Assistentinnen erzählen. Oh, verstehe. Und es hat sich dann sehr schnell als unpraktikabel erwiesen, weil sich dann niemand mehr ausgekannt hat, weil dann waren plötzlich so viele Personen im Film, die mal da waren und mal weg waren, und dann war es schwierig, noch Beziehungen zu Eva Maria zu verstehen. Also wenn da die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute sind, was sind das jetzt? Sind das Freunde? Ist das Assistenz? Ist das Familie? Da wurde es dann irgendwann schwierig, und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das eigentlich mache, und dann damit ist dann natürlich auch das Filmemachen selbst auch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ah, okay, verstehe, weil ein Film über das Filmemachen ist es ja überhaupt nicht geworden, sondern es ist ja, ein Film über Eva Maria und wie sie selbst bestimmt ihr Leben so lebt, wie sie sich das vorstellt. Und genau, und ich höre gerade, es gibt die ersten Fragen. Ja, es gibt zahlreiche Fragen und auch sehr viel schönes Feedback. Marion schreibt, ein sehr ermutigender Film, vielen Dank dafür. Gab es jemals einen Moment, an dem Eva Maria zurückziehen wollte oder das Filmprojekt hinterfragt hat? Es gab sehr oft den Moment, glaube ich, wo wir den Film an sich diskutiert haben. Also das war ein beständiger Prozess für uns. Wir hatten auch da ein eigenes Drehtagebuch. Also wir nannten es Drehtagebuch, aber es war mehr so was wie Briefe, die wir uns hin und her geschickt haben, in denen wir ganz vieles ausverhandelt haben, wie wir uns fühlen, wie es für mich ist hinter der Kamera, wie es für sie ist vor der Kamera. Und da haben wir immer wieder die Rollen neu definieren müssen und neu durchdiskutieren müssen, weil es einfach nicht einfach ist und weil es ein langer Prozess ist und weil sich natürlich in Personen auch was ändert. Und was vielleicht vor einem Jahr noch okay war, zu filmen, ist dann nicht mehr okay, weil man einen anderen Zugang dazu entwickelt hat. Ich kann mit weiteren Kommentaren und Fragen weitermachen. Anna schreibt, vielen Dank für diesen großartigen Film, der total Mut macht. Ich finde auch Menschen ohne Behinderung einfach mitzuerleben, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen und sich und seinen Träumen treu zu bleiben. Iris hat dann eine Frage an dich, Lukas. Eva Maria hat ja vermutlich auch mehrere andere Assistentinnen. Wie fanden die anderen es denn, dass du einen Film über sie gedreht hast? Und was hat Eva Marias Familie davon gehalten? Also die anderen Assistentinnen haben super gefunden oder interessant, dass ich einen Film über Eva Maria gemacht habe, aber nicht, wenn es dann darum gegangen ist, dass sie Teil des Films sein sollten. Das ist natürlich dann für jeden immer so ein bisschen schwierig, oder? Wenn man da jetzt in der Arbeit gefilmt werden, das war dann auch nicht so leicht. Und Eva Marias Familie ist ganz unterschiedlich damit umgegangen. Für manche war es einfacher, für manche war es schwieriger, Teil des Films zu werden. Ich hoffe, dass ich da nie Grenzen überschritten habe oder immer im richtigen Moment noch irgendwie die Distanz bewahrt habe. Und ich hoffe, dass sie doch irgendwie zufrieden sind, auch wenn es nicht immer für alle leicht war. Dazu gibt es auch noch eine Frage von Patra. Du schaffst es wunderbar, Nähe zu schaffen, ohne zudringlich zu werden. Gab es Situationen, bei denen du dir unsicher warst, ob du das zeigen kannst? Situationen, wo ich mir unsicher war, ob ich sie zeigen kann? Nicht wirklich, ich glaube Momente, also nicht ganze Szenen. Irgendwie in allen Szenen hatten wir irgendwas, was wir schön fanden und das wir auch erzählenswert fanden, wo wir das Gefühl hatten, dem Ganzen zu nahe gekommen, also wo ich noch ein bisschen Distanz bewahrt habe. Aber es gab schon Situationen, also so Momente, wo wir diskutiert haben, also vor allem Lisa und ich, und dann aber auch unter anderem mit Eva Maria, die natürlich auch mal einen Rohschnitt gesehen hat, wo wir auch eine Szene dann wieder rausgenommen haben, weil es ihr dann unangenehm war. Genau. Ganz kurze Erklärung. Lisa ist die Cutterin, die Editorin, genau, mit der du den Film geschnitten hast. Genau. Lisa Zoe Gerritschläger, das ist die Editorin, mit der ich den Film geschnitten habe und der ich da auch sehr viel verdanke. Also ich bin ja wirklich vor diesem Material gesessen und habe nicht mehr ein noch ausgewusst, und ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen. Also vielen Dank, Lisa, falls du gerade zuhörst. Es gibt noch eine sehr persönliche Frage an dich. Was hat Eva Marias Kinderwunsch und ihr Umgang mit dem Thema bei dir ausgelöst? Fandest du es nachvollziehbar, dass sie diesen unbedingten Wunsch hat oder hatte? Ja, ich habe es voll verstanden, dass sie den hatte. Auch wenn ich damals nicht in einer Situation war, wo ich mir das selbst vorstellen hätte können. Aber ich habe das total verstanden, dass sie da auch in dieser Hinsicht gesellschaftlich partizipieren möchte und nicht da ausgeschlossen werden möchte. Von dem her voll. Aber
falls die Frage ein bisschen dahin geht, ob das jetzt, also in meiner Perspektive, was verändert hat, ist eher weniger. Also was Kinder anbelangt. Es gibt ja diesen wunderbaren Moment im Film, wo du dann sagst, dass eigentlich die Erfahrungen, gerade was es bedeutet, ein kleines Baby zu pflegen, dich eher erstmal so ein bisschen geheilt haben von der Vorstellung, mal selber Kinder haben zu wollen. Aber das hat sich jetzt vielleicht mit dem Abstand auch wieder verändert. Also. Ja, es hat, also damals, das war mir wirklich viel zu viel damals. Aber das hat sich, ich glaube, ein bisschen mit dem Abstand verändert, aber auch mit Projekten, die ich danach gemacht habe. Also ich habe anschließend öfter die Möglichkeit gehabt, mit jungen Menschen und auch mit Kindern zusammenzuarbeiten. Und inzwischen habe ich da schon wieder eine ganz andere Perspektive drauf. Aber lustigerweise glaube ich weniger während dem wegen dem Film, als wie wegen dem, was danach so passiert ist. Mhm. Also diese Menschen beim Wachsen zuzusehen, ist schon irgendwie eine schöne Sache. Und das ist sehr anstrengend, das beides vielleicht einfach. Ja. Natürlich auch. Ich meine, das ist dann immer so diese privilegierte Position aus dem Filmschaffen raus, wo dann natürlich auch immer alle nett sind und alle brav und sich alle an alles halten. Das ist ja cool, man macht Film. Das stimmt. Also ja, das Anstrengende habe ich noch nicht so erlebt, aber ich weiß es ja von mir selbst. Ich wollte noch mal auf eine Frage zurückgehen, die jetzt gerade aus dem Publikum kam, und zwar, das war ja die Bemerkung, dass es so großartig ist, dass so viel Mut macht, dass die Eva Maria ihr Leben genau so lebt, wie sie sich das vorstellt. Und meine Frage wäre, warum ist das für Menschen mit Behinderungen so schwierig, dass ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten? Was ist deine Erfahrung dazu? Ich glaube, die Geschichten sind da sehr individuell, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es die Gesellschaft einem nicht leicht macht, an den eigenen Wünschen festzuhalten. Einfach, weil man immer durch die eigene Behinderung hindurch beobachtet wird. Also man beobachtet Menschen mit Behinderung immer, man sieht sie immer in erster Linie als Person, die bestimmte Dinge nicht können. Und das macht es dann auch so schwierig, wenn man das die ganze Zeit hört: Bist du dir sicher? Schaffst du das überhaupt? Du kannst dir das nicht, du kannst jenes nicht. Da wird es dann schwierig mit der Zeit noch daran zu glauben, dass man selbstständig leben kann. Und es hängt einfach ganz viel an der gesellschaftlichen Perspektive, die sich ändern müsste. Man müsste mehr auf das achten, was einen befähigt, Dinge zu absolvieren, anstatt das, was einen daran hindert. Denn es gibt ja genug Möglichkeiten. Das ist das Schöne eigentlich in unserer Gesellschaft, dass es inzwischen eben unter anderem durch persönliche Assistenz schon ganz viele Möglichkeiten gibt. Und es geht vielleicht auch darum, genau hinzuhören, was du ja in deinem Film auch tust. Und was ist denn jetzt eigentlich der Herzenswunsch? Und was bedeutet Selbstbestimmtheit und in Freiheit leben? Und wie kann man das dann auch umsetzen? Nur so kann Partizipation in der Gesellschaft gelingen, denke ich. Und das zeigst du ganz schön in deinem Film, dass es sehr viel mehr möglich ist, als man auf den ersten Blick denkt auch. Das ist schön, ja, das war auf jeden Fall ein Ziel. Also es war auch von Anfang an ein Ziel zu sagen, wir versuchen nicht die Welt von Menschen mit Behinderung als etwas Exotisches darzustellen, etwas, das anders ist, das fremd ist, sondern es sollte einem möglichst vertraut wirken oder das Vertraute in den Mittelpunkt drücken. Und wie kann man Menschen wie Eva Maria optimal unterstützen? Also in einer idealen Welt, wo wirklich alle Unterstützung man sich vorstellen kann, was würdest du vorschlagen? Ich glaub, da hält vermutlich die Eva Maria noch viel die besseren Antworten als wie ich. Aber ich kann mal sagen, dass sich die Eva Maria auf jeden Fall schon, finde ich, eine sehr, sehr gute Welt gebaut hat. Sie wird sehr gut aufgefangen von ihrer Familie. Sie hat ein sehr gutes Assistentinnen-Netzwerk. Aber natürlich gibt es da noch ganz viele strukturelle Hürden. Also man hat einfach immer noch auch rechtlich viele Benachteiligungen, gegen die es vorzugehen gilt. Allein eben diese Wohnungssuche, die ist zum Beispiel immer noch nicht ausgestanden, obwohl wir inzwischen vor 2 Jahren abgedreht haben. Das heißt, Eva Maria hat noch keine Wohnung gefunden, keine barrierefreie Wohnung, in der sie mit ihrem Kind leben kann. Nein, das ist einfach super schwierig. Das ist echt ein Problem und das liegt einfach ganz viel auch an Baupolitik. Und das könnte man ändern. Das könnte man ändern. Ich finde, da denkt man schon bei der Gondel drüber nach. Warum gibt es eigentlich, bei dem Film denkt man total viel über Barrierefreiheit nach. Und dass es viel mehr Situationen gibt,
in denen man Dinge ändern könnte. Und natürlich ist da Baupolitik ein wichtiges Thema. Warum denkt man das nicht von Anfang an mit? Ich finde, das ist schön bei dem Arbeitsplatz auch gezeigt, wie selbstverständlich Eva Maria in diesem Arbeitsplatz sich bewegen kann, genug Platz hat und alles ist auch in der richtigen Höhe. Warum wird das nicht viel mehr mitgedacht? Ja. Deshalb wichtig, dass diese Szene auch gezeigt wird, dass sie arbeitet ganz normal und auch einen guten Job hat und da wirklich auch in, ja, ihre Arbeit gut macht. Ich hab mich gefragt, wie ist Eva Maria die geworden, die sie ist, weil ihre Mutter in einer bestimmten Weise mit ihr umgegangen ist? Was ist dein Gefühl dabei? Ja, ich glaube, auf jeden Fall. Also das liegt schon auch viel an der Erziehung. Man muss, ich glaube, das wird auch die Eva Maria selber unterschreiben. Also ihre Mutter hat da einen ganz großen Anteil dran, einfach weil sie immer bestärkt hat. Und weil es auch immer okay war, Regeln, seien es jetzt gesellschaftliche oder die der Familie, mal zu durchbrechen. Mhm. Man darf gern mal, also wie, ich glaube, sie hat das irgendwann so gesagt, man darf gern mal gegen jede Wand laufen, wenn sie dann nicht einbricht, dann muss man es halt doch so machen, wie es die Wand vorgibt. Oder irgendwie so hat sie das mal gesagt. Aber man darf es erst mal probieren, ob es nicht doch man darf es erst mal probieren. Okay, ah ja, das ist eine tolle Einstellung. Elisabeth, du hast noch Fragen. Ich habe noch Fragen. Also zum Teil, diese nächste Frage hast du zum Teil schon beantwortet. Die Frage ist, wie geht es Eva Maria und ihrem Sohn jetzt? Wohnen sie in einer eigenen Wohnung? Wie alt ist der Kleine jetzt? Der Kleine ist jetzt 2,5 Jahre. Und also ihnen geht's gut. Ich kriege immer wieder Fotos. Der Kleine ist total lebendig und irgendwie wissbegierig, der liebt es, glaube ich, die Welt einfach zu entdecken, immer wieder neu zu entdecken auch, das Altbekannte wieder neu zu erforschen. Und der Eva Maria geht es grundsätzlich auch gut, aber natürlich sehnt sie sich nach einer eigenen Wohnung, einfach weil das ein ganz wichtiger Schritt in der eigenen Selbstbestimmung ist. Und ich meine, ich verstehe es selbst, so, sobald man mal ausgezogen ist aus dem Elternhaus, will man halt auch nicht wieder zurück. Und wenn man dann wieder muss, ist das schon nicht so einfach. Paula schreibt, ein wunderbarer Film über ein quasi Tabuthema. Wirklich schön, hat sich Eva Marias Wunsch erfüllt, dass ihr Sohn auch seinen leiblichen Vater kennenlernen kann, wie es die besondere Samenbank verspricht, bei der sie den Samenspender auswählte. Das ist eine Frage. Ja, noch nicht. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ab welchem Geburtstag das ist. Ist es der 16. oder der 18.? Irgendwann werden diese Daten dann freigegeben, aber dafür muss ihr Sohn ein bestimmtes Alter erreichen und eben dann bekommen die Daten und dann können sie eben den Vater kontaktieren. Ob er das dann macht oder nicht, das bleibt ihm überlassen. Und war dir von Anfang an klar, wann, also in welcher Phase in Eva Marias Leben du aufhören würdest zu filmen? Nein. Nein, überhaupt nicht. Das war auch eine beständige Diskussion. Eigentlich wollte ich viel früher aufhören. Das war mal der Plan, dass wir mit der Entbindung aufhören. Und dann ist aber halt danach immer noch so viel Spannendes passiert und es war dann mehr eine Entscheidung, vielleicht auch mehr einfach eine Entscheidung, die gesagt hat, man muss jetzt diesen Film auch irgendwann mal fertig machen. Aber ich glaube, man hätte halt auch noch 5 Jahre länger drehen können. Natürlich wäre es jetzt noch spannend, irgendwie zu sehen, wie der Junge aufwächst und was mit ihm passiert. Aber so wie es jetzt passiert ist, es ist ein sehr schöner Schlusspunkt. Aber klar war das nicht in keinster Weise von Anfang an. Es kann ja einen Teil 2 dann geben. Asli fragt, warum wurde so wenig von der Assistenz im Umgang mit dem Kind gesehen? Ja, das liegt sicher einfach an meiner dann Vierfachbelastung. Also ich war immer, eben dadurch, dass dann längere Distanzen zu überbrücken waren, war ich da eigentlich immer auch alleine und hatte nie die Möglichkeit, da zu filmen, wenn auch eine andere Assistenz da war. Und ich habe mich versucht, so gut wie möglich da einzubringen. Es gibt auch Material, es war dann auch zum Teil nicht mehr so relevant, aber es liegt viel einfach an dieser Mehrfachbelastung, die dann vieles nicht mehr möglich machte. Und eine Frage ist jetzt noch, arbeitest du immer noch als Assistent für Eva Maria oder für andere? Nein, zurzeit arbeite ich nicht als Assistent. Ich bin dann eben, wie man ja auch im Film sieht, da gehe ich mal in Bildungskarenz. Und seitdem ich aus der Bildungskarenz draußen bin, arbeite ich eigentlich als Filmschaffender.
Ob ich wieder mal zurückgehe, das weiß ich jetzt noch nicht. Das hängt sehr davon ab, wie es mit meinen Folgeprojekten so läuft. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr erfüllender Job und ich kann es mir schon gut vorstellen. Und jetzt hätte ich noch eine Frage. Hattest du dramaturgische Beratung in dem ganzen Filmprozess? Ja, von ganz vielen Leuten. Ich glaube, am wichtigsten war, also und immer wieder von anderen Leuten an unterschiedlichen Stellen, also ganz wichtig war sicher Arash Riai und Daniel Glaue, die haben ganz viel für mich getan und auch Peter Drössler. Die drei waren eigentlich bei jedem Rohschnitt irgendwie dabei und haben unglaublich wertvolles und wichtiges Feedback gegeben. Und dann später halt auch noch Jakob Rossmann, der ja auch mit dem Film vertreten ist bei euch. Und also ihm bin ich ganz besonders zu Dank verpflichtet, weil ohne ihn hätten wir die Schlussschnittphase oder den Feinschnitt nicht mehr so geschafft, wie wir das gemacht haben. Der hat uns wieder einen ganz neuen Blick auf das alles ermöglicht. Ja. Er ist mit der Kunst der Folgenlosigkeit ist er bei uns. Genau, sein genau, Film. Genau, das ja, ist mit der Jakob Kunst der Folgenlosigkeit. Genau. Das war es soweit, aber es können noch Fragen kommen. Also ist noch offen alles. Ich finde ganz, ganz interessant, dass Eva Maria sagt ja immer, gibt ja Gründe an, warum sie ein Kind bekommen möchte. Und einer der Gründe, der auch im Film wiederholt vorkommt, ist der, dass sie ihre Werte gerne weitergeben möchte. Und sie spricht dann auch von einer offenen Gesellschaft. Und das, danach wollte ich dich mal fragen, was versteht Eva Maria unter einer offeneren Gesellschaft, als wir sie heute haben? Ich glaube, für sie geht es da ganz viel darum, wie Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Also eben, wie ich schon vorher gesagt hatte, es wird gern durch die Linse der Behinderung, der Unmöglichkeiten, der Schwierigkeiten gesehen. Und sie hätte viel lieber eine Gesellschaft, in der das Verbindende im Mittelpunkt steht und in dem auch Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und ganzheitlich an der Gesellschaft mitpartizipieren können. Mhm. Und ja, also für sie ist das sicher auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag. Der Film, aber auch das Kind, also ich möchte damit nicht sagen, dass das aus einem politischen Antrieb heraus nur entstanden wäre, aber sie versteht natürlich auch, dass das eine ganz starke Symbolwirkung hat und dass es ganz vieles machen kann für den Diskurs, wenn man ein Kind selbst erzieht als Mensch mit Behinderung. Und in dem Sinne, meine ich, ist das auch ein gesellschaftspolitischer Anspruch für sie. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es in einer Weise ein sehr politischer Film auch ist, weil der viele Dinge zeigt, die möglich sind, von denen viele Menschen glauben, dass sie nicht möglich sind. Und allein das ist natürlich schon sehr, sehr politisch. Und ich glaube, dass auch, es gibt ja diese wunderbare Unterhaltung im Film, wo es um Gender geht und wo ob der Junge jetzt genderspezifisch erzogen werden soll oder nicht. Und Eva Maria möchte das ja auf keinen Fall. Und da sieht man auch, dass sie schon auch eine gewisse Sicht der Dinge auch hat und nicht unbedingt traditionell denkt, würde ich mal sagen. Oder wie hast du sie erlebt? So. Sie ist doch eigentlich auch jemand, der sich viel Gedanken macht und auch sehr, ja, in einer Weise auch, ja, vielleicht auch ein bisschen weiter ist als andere Menschen in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Die ist nicht allein in ihrem Kämmerlein und denkt an, das stimmt nicht, sie ist sehr, sehr aktiv und das zeigst du ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Sie ist ein sehr, sehr resoluter Mensch, der immer versucht, glaube ich, sie hat einen sehr feinen Sensor für Ungerechtigkeiten. Mhm. Und die sieht sie auch nicht nur, also ich glaube, das ist auch, kommt auch ein bisschen daher, dass sie selbst viel erlebt hat früher. Und ich glaube, sie erkennt die auch abseits ihrer eigenen Lebenswelten sehr gut. Ja, absolut. Und trotzdem hat sie einen ganz feinen Humor. Und ist unfassbar lustig. Und ich finde, interessant ist auch, dass Diskriminierung ist jetzt kein wirklich direktes Thema, das ihr im Film habt. Ist es so, dass es für Eva Maria auch nicht so ein wichtiges Thema ist, oder war das auch eine bewusste Regieentscheidung von dir, zu sagen, wir machen jetzt nicht einen Film über Diskriminierung, sondern wir machen einen Film über, wie eine Frau selbstbestimmt ihr Kind bekommt? Also ich finde, dass die Eva Maria eben sich, wie ich es eben schon mal gesagt habe, sich eine sehr unterstützende Welt schon aufgebaut hat, in der Diskriminierung gar nicht mehr so leicht möglich ist, was ich sehr gut finde. Aber es war auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, das Problem ist immer, mit den Diskriminierungen kommt halt wieder auch die Behinderung in den Mittelpunkt der Geschichte an. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten eben, dass sie den Rahmen bildet, aber gleichzeitig eine bestimmte Selbstverständlichkeit hat, mit der die miterzählt wird. Und da war es natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, dass wir die Diskriminierung nicht groß
an die Wand schreiben. Wir sind im Schnitt immer davon ausgegangen, die Leute kommen mit den Vorurteilen sowieso ins Kino und hoffentlich verlassen sie dann das Kino mit ein paar Vorurteilen weniger. Ja, und ich finde, dennoch lernt man in dem Film auch, wie, ich finde, dass man über Eva Marias Mutter auch lernt, wie man mit Vorurteilen und mit, ja, auch mit einer unfairen Behandlung umgeht, weil ich finde, Eva Marias Mutter erzählt im Film ja auch, wie, was sie gehört hat mit ihrer Tochter und wie großartig sie damit umgeht. Und das ist, finde ich, trotzdem auch ein wichtiger Teil. Aber es ist nicht die Haupterzählung des Films, sondern es ist vielleicht eine der Nebenerzählungen, die auch ganz wichtig sind. Und dann denke ich, ist auch die Sprache ein ganz wichtiger Teil des Films. Und dann gibt es ja diese Szene mit der Gebärdensprache. Ist es so, dass die Schwester Gebärdensprache lernt? Ist das richtig? Oder warum kann sie das so gut? Genau, ja, die gibt unter anderem auch, also sie arbeitet auch als Assistentin und begleitet unter anderem auch damals hat sie eine gehörlose Studierende begleitet und ihr im Studium geholfen. Mhm. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, macht sie auch so Kletterkurse für gehörlose Menschen. Mhm. Und ja, also sie gebärdet, glaube ich, schon recht gut und recht fließend, soweit ich das einschätzen kann. Und wir haben auch eigentlich versucht, selbst gebärden zu lernen, weil anscheinend Kleinkinder Gebärden viel schneller aufnehmen als Sprache und sich dadurch viel schneller selbst mitteilen können. Ja. Und wir haben dann auch zum Teil schon mit Eva Marias Sohn, obwohl es natürlich noch ein bisschen zu früh war, aber wir haben dann schon Gebärden gelernt. Ich habe leider inzwischen wirklich schon wieder alles vergessen. Ich habe das 2-3 Mal mitgemacht, wie ich noch oben war, aber wenn man das nicht beständig macht, gerade am Anfang, dann ist es halt super schnell wieder weg. Es ist unfassbar ausdrucksstark und man hat tatsächlich das Gefühl, das Kind versteht alles. Also es ist eine ganz faszinierende Szene im Film und auch das ist Inklusion, denke ich, also sie über wie kommuniziere ich am besten, was ist das beste Mittel, um miteinander zu reden und sich verständlich zu machen. Ja. Voll, ja, auf jeden Fall. Er kann auch inzwischen ein paar Gebärden. Also das letzte Mal, wie ich ihn getroffen habe, da hat er immer, wenn er einen Vogel gehört hat, so gemacht. Und das ist das Zeichen für einen Vogel. Und welches Zeichen macht er für Oma inzwischen? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das kann er noch nicht. Da gab es ja diese unterschiedlichen Varianten, die großartig sind. Gibt es noch Fragen, Lisbeth? Ja, gibt es. Wir haben eine Frage. Hat Eva Maria Kontakt mit anderen, in Klammern behinderten Frauen mit Kinderwunsch? Gibt es vielleicht sogar ein Netzwerk, einen Austausch von Gleichgesinnten? Also ja, ich glaube, sie hat Kontakt mit anderen Müttern mit Behinderung. Ich bin mir nicht sicher, ob es da ein Netzwerk gibt. Das wäre sicher eine Frage, die man vielleicht besser direkt Eva Maria stellt, was man ja theoretisch machen könnte, indem man uns als Filmteam Post schickt. Genau. Und dann könnten wir das an Eva Maria weiterleiten. Die ist da auf jeden Fall besser informiert als wie ich. Also die nächste Frage geht auch an Eva Maria dann. Geht Eva Maria offen damit um, ein Spenderkind zu haben? Denn da ist man ja sicherlich vielleicht zusätzlich Vorurteilen ausgesetzt. Es ist natürlich ein bisschen jetzt auch so durch den Film Schwieriges zu verheimlichen. Aber wie sie genau damit umgeht, da würde ich genau dasselbe wieder sagen. Ich glaube, die beste Antwort kann da wirklich die Eva Maria selbst geben. Genau. Schreibt es uns und wir leiten es weiter. Genau, wir haben ja dieses Jahr die Funktion Post ans Filmteam, also dann kann man Lukas schreiben und Lukas, du leitest es dann an Eva Maria weiter. Ja, genau, und in der Weise erklärt es der Film ja auch schon, es gibt ja die Szene, wo genau darüber geredet wird, dass ihr Sohn es irgendwann erfahren wird. Also die Familie geht ja sehr offen damit um und verheimlicht da ja auch überhaupt nichts und die sagen ja, irgendwann wird er es eh erfahren. Also es ist wichtig, da nichts zu verheimlichen. Ja. Ich habe eine ganz praktische Frage, wie viel Material hattet ihr denn? Also hast du einen Überblick, wie viel Material hattet ihr? Wir hatten insgesamt 100 Stunden Material. Okay. Keine Ahnung, Terabyte, das heißt ja inzwischen recht wenig, weil es so viel von der Kamera abhängt, wie groß die Dateien dann sind, aber wir hatten gut 100 Stunden Material, von denen ich so gut wie alles gesichtet habe. Meine Editorin hat gar nicht alles gesichtet. Ich habe eine Vorauswahl getroffen. Okay. Und wenn wir dann so ein bisschen ein Problem hatten und im Schnitt nicht weitergekommen sind, dann habe ich nochmal das restliche Material durchforstet und geschaut, was wir vielleicht noch da haben und mit was wir noch arbeiten können. Und wie ist es dir gelungen, da nicht den Überblick zu verlieren?
Aufwendige Excel-Tabellen. Aufwendige Excel-Tabellen mit Suchfunktion. Ja, genau, mit Suchfunktion und mit farblichen Markierungen und Hashtags für unterschiedliche Themen. Mhm. Ja. Und gab es Szenen im Film, wo du dir, die du auch vielleicht ein bisschen provoziert hast, weil du dir gedacht hast, es wäre jetzt gut, so eine Szene bräuchten wir jetzt im Film noch? Oder war dir wichtig, rein beobachtend zu drehen? Mir war es eigentlich wichtig, so gut wie möglich beobachtend zu drehen. Mir ist natürlich auch bewusst, dass das eine Illusion ist. Also eine Kamera ist immer schon eine Beeinflussung. Und ja, es hat schon Dinge gegeben, da habe ich gesagt, eigentlich, keine Ahnung, sowas bräuchten wir noch, könnten wir nicht das und das machen. Aber es war selten am Set, dass ich gesagt habe, bitte wiederhol nochmal was. Oder sagt, ich habe, glaube ich, auch gar nicht gesagt, bitte sagt diesen Satz. Mhm. Also das war immer ganz frei bestimmt von den Protagonistinnen. Aber bestimmte Szenen sind halt, glaube ich, schon auch ein bisschen auf mein Zutun entstanden. Mhm. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob eine davon im Film gelandet ist. Okay. Aber, ja, ich glaube schon immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, da fehlt uns noch was. Also zum Beispiel da, wo sie bei ihrer Freundin ist, die ja auch zwei Kinder hat, das ist schon so ein bisschen auf mein Zutun hin entstanden, dass ich gesagt habe, ich wäre da gern mal dabei, wenn du sie besuchst. Mhm. Weil es einfach auch schön ist zu sehen, dass du da nicht ganz alleine bist, sondern dass es auch schon andere Menschen mit Behinderungen gibt, die Kinder haben. Ja. Und wenn man da halt auch so ein bisschen sieht, wie kann Erziehung danach funktionieren. Es ist eher in diese Richtung gegangen, dass wir gemeinsam oder auf mein Zutun dann auch hin und wieder einzelne Szenen sozusagen ausgesucht haben, aber was dann passiert ist an den Tagen, da habe ich ganz wenig Einfluss genommen. Mhm. Höchstens mal so Fragen gestellt, um vielleicht ein Gespräch noch in eine andere Richtung zu lenken oder etwas zu konkretisieren, was nur so peripher angesprochen worden ist. Der Film funktioniert ja auch sehr über eure Kommunikation und über wie ihr miteinander über bestimmte Dinge redet und da ja, möglicherweise war das dann auch doch eine Gelegenheit, Dinge noch mitzuerzählen, die du vielleicht über das Bild nicht so bekommen konntest. Oder fällt dir da eine Szene ein, wo du dann überlegt hast, das wäre vielleicht ein Thema, über das wir wirklich nochmal sprechen müssten. Das wäre gut, wenn ich da mit der Kamera dabei bin. War da was? Ja, vielleicht. Es war eher so, dass die Interviews, die ja auch recht spärlich eingesetzt sind, dass die eher diesen Sinn hatten. Also alles, was wo ich irgendwie keine Ahnung hatte, wie sollten wir das jetzt unterbringen in den Film, das habe ich dann da eher in die Interviews gepackt. Also eben genau solche Sachen wie, was bedeutet für sie genau Mutterschaft? Mhm. Das ist halt schwierig. Natürlich wird das in Gesprächen immer wieder so ein bisschen angeschnitten, aber halt meistens geht man nicht tief genug, dass es reicht und dass es jeder versteht. Und das waren dann eher so Sachen, wo wir gesagt haben, okay, passt, das machen wir jetzt noch mit einem Interview, um es mal zu konkretisieren. Mhm. Szenisch war ich immer eher überfordert mit dem Angebot. Alles klar. Gibt es noch letzte Fragen? Ja, Elisabeth? Es gibt eine Frage. Der Film hat ja jetzt bei uns seine Weltpremiere gefeiert. Wie geht es denn weiter mit Eva Maria, also dem Film? Ja, wir wollen noch auf so viele Festivals wie möglich. Und natürlich auch dann einen Kinostart und eine Auswertung, also so gut wie möglich. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich habe jetzt nicht vorher nochmal nachgefragt, über was ich schon sprechen darf. Wir sind schon bei einigen Dingen im Gespräch mit Leuten aus der Branche, aber es ist noch nicht so richtig fix. Aber wir hoffen natürlich, dass der Film ganz viele Menschen erreicht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Gibt es noch eine Frage? Ich glaub, wunderbar, ja. Dann kann ich noch meine letzten Fragen unterbringen. Ich habe noch eine Frage habe ich noch zur Musik. Ich finde, dass die Musik auch ein wichtiger Bestandteil des Filmes ist. Vielleicht kannst du uns da auch noch erklären, wie ihr da gearbeitet habt. Ja, das war gar nicht so. Also ich habe die Musik zusammen mit, also ich habe gar nichts gemacht an der Musik. Die Musik hat Isabel Kopp gemacht und ich habe immer wieder so ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Das war gar nicht so ein einfacher Prozess für uns, weil ich was haben wollte, was der Eva Maria entspricht, aber gleichzeitig wenig kulturelle Deutung zulässt. Mhm. Also wir haben mit ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten gearbeitet und irgendwann war es dann mal zu clublastig. Also das hat dann immer so eine Welt erzählt, in der die Eva Maria gar nicht zu Hause ist. Irgendwann hatten wir mal etwas, das viel zu sehr nach Marschkapelle geklungen hat. Und wir hatten auch mal was viel zu
viel zu sehr nach Hochkultur gewirkt hat. Das Spannende ist ja, dass die Eva so eine Person ist, die irgendwo so zwischen den Welten so existiert. Also die könnte man genauso gut im Theater setzen, aber auch auf ein Punkkonzert schicken. Und irgendwie wollte ich diese Reibung in der Musik einfangen. Und da hat die Issy hatte es echt nicht leicht mit mir, aber ich finde, sie hat das wunderbar hingekriegt zum Schluss hin. Mit einem ganz experimentellen Zugang. Und wie das genau passiert ist, weiß ich nicht. Weil wir haben ganz lang an einer anderen Musik gearbeitet und dann hatten wir wieder so ein Feedbackgespräch. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, was gerade so mein Gefühl ist in der Musik und dass ich nicht so richtig zufrieden bin damit. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ich probiere es. Und zwei Stunden später habe ich ungefähr das gekriegt, was man jetzt im Film hört. Und ich habe gesagt, das ist es. Aber ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Also man kann es nicht erklären, aber es passt gut auf alle Fälle. Es spiegelt in einer Weise Eva Maria und ihre Gefühlswelt wieder, habe ich das Gefühl, wenn ich die Musik höre. Das ist schön. Ja. Das war das Ziel. Und ich glaube auch, dass sie das wirklich super auf den Punkt gebracht hat. Ja, was hast du denn gelernt von Eva Maria während des Drehs und während der Zeit, die ihr zusammen verbracht habt? Ich hab gelernt, aber es ist immer noch schwierig für mich umzusetzen. Ich wäre gern öfter so resolut und auch vielleicht selbstbestimmt wie sie. Einfach diese Art und Weise, diese Klarheit, mit der sie ihre Wünsche einfordert, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und das würde ich mir gerne auch öfter für mich selbst wünschen. Und ich arbeite sehr dran, aber ist gar nicht so einfach. Das würden wir uns alle wünschen wahrscheinlich. Ja. Und darf ich nach deinem nächsten Projekt fragen? Arbeitest du an einem neuen Film? Ja, ich arbeite an einem neuen Film. Es ist aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Aber eine Sache, die ich finde nicht ausführlich genug in dem Film behandelt worden ist, sind eben diese, wie wir schon beim Wasser gesprochen haben, diese Berührungssachen, diese intime Arbeit, die man da auch leistet. Und in die Richtung möchte ich noch ein bisschen nachstöbern, was das überhaupt heißt. Das klingt super spannend. Da freuen wir uns schon auf den nächsten Film. Ja, hoffentlich bekomme ich ihn wieder in die Sichtung. Dann. Genau. Hoffentlich. Würde mich freuen, wenn ich wieder da laufen würde. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder analog. Ja, Kinos gehen einem schon ab. Wie bitte? Die Kinos gehen einem schon ab. Ja, die Kinos gehen einem sehr ab. Ja, das stimmt. Hier in München dürfen sie gerade wieder öffnen. Und das ist noch ganz ungewohnt für uns. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses super interessante, spannende Gespräch. Und wünsche dir das auch alles Gute für den Film, der es verdient, von ganz vielen Menschen gesehen zu werden. Und natürlich auch alles Gute für dein nächstes Projekt, auf das ich total gespannt bin. Und liebes Publikum, ich freue mich sehr, wenn ihr für den Kino-Kino-Publikumspreis abstimmt. Und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, Post an das Filmteam zu schicken über diese Postfunktion, die es seit diesem Jahr wunderbarerweise auf der Homepage des Docfestes gibt. Genau, und jetzt wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Wiedersehen.